Liebe Promis, ein weiteres Spiel um Bestrafung ist abgeschlossen. Und auch dieses Mal gibt es harte Konsequenzen für das Verliererteam. Gewonnen hat mit einem Vorsprung von 3 Minuten und 24 Sekunden das Team. Rot. Ja! Wir haben das Ding eingelocht. Ich bin immer im Gewinnerteam. Tja, Pech gab's fürs Verliererteam. Ich pack's nicht. Ja, das hat am Anfang hat es nicht gereicht, die zwei. Zwei Gläser haben nicht gereicht. Pack's nicht. Nein, oder die haben zum Schluss den Zug gehabt. Im Spiel haben wir eigentlich richtig gut performt. Hat aber leider trotzdem nicht gereicht. Es ist schon richtig nervig, Spiele zu verlieren. Wir haben den Pokal! Wir haben den Pokal! Alter, ich nehme mir wirklich jede Strafe mit. Ich raste langsam aus. Ihr habt mir alles genommen. Also es gibt nichts mehr, mit was man mich bestrafen kann. Jürgen, Patrick, Gloria, Erik, Christine. Ihr habt das Bestrafungsspiel verloren. Deshalb lauft ihr ab jetzt und bis auf Weiteres auf Knien durch das Camp. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Nee, das mache ich nicht. Also das ist... Wollt ihr mich verarschen, Alter? Die Strafe auf den Knien ist einfach nur richtig peinlich, beschämend, voll blöd. Auf Knien kann man halt besser um Vergebung bitten. Ihr seid doch nicht mehr normal, Alter, ehrlich. Komm, Leute, let's go, wir schaffen das. Jürgen, du nimmst die Strafe auch an, wir nehmen die alle ja, an. Ja, ist ja gut. Warte mal, das war, glaube ich, meiner. Okay. Was haben wir gemacht, hat man sowas machen müssen. Aua! Nicht auf allen Vieren, Erik. So, Erik, Erik! So! Ich muss mich ja ein bisschen abstützen. Weil meine Knie gehen sonst kaputt. Aber die sind gepolstert, die sind besser wie die anderen. Ich kann besser so. Okay. Nein. Nee, auf allen Vieren mache ich nicht. I walk the line. Das ist so eine Rost. Aua. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal irgendwann hier auf Knien komme. Aber wenn man eine Strafe bekommt, muss man die Strafe auch durchziehen. Die Bestrafung fuckt natürlich ab, gehört aber halt leider mit dazu. Ich glaube, die linke ist jetzt gleich am Arsch. Da überlegt man sich wirklich so jeden Weg so zweimal, wo muss ich jetzt wirklich hin? Oder bleibe ich einfach sitzen? Trotz Bestrafung das Büßen nicht vergessen. Ein Scheißklo, wirklich. Da klemmt irgendwas, Yvonne. Das ist doch nicht zu da hinten. Oh, wirklich, ich ertrag das nicht mehr. Ich könnte schon wieder losheulen. Dieser Latrinendienst hat mich absolut traumatisiert. Ich werde mir nach der Sendung einen Psychiater suchen müssen. Will ich hier Scheißklo irgendwie selber sauber machen, ey. Ich schieb das nur dahin, dann könnt ihr es selber machen. Oh, ist das abartig. Hey, das läuft ja da aus, die ganze Scheiße. Und da soll ich hier drüber krabbeln? Im Leben nicht. Ja, ist mir doch egal. Boah. Oh, weh. Heul nicht rum. Und da drüber krabbeln? Nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Heul nicht rum. Guck doch mal, die ganze Scheiße hier. Ich krieg doch mit den Dingern da nicht rum und fass die dann an. Wie ekelhaft und widerlich seid ihr eigentlich. Wie wäre es, wenn ihr aufhört rumzumatzen und das selber einfach macht? Wieso selber? Du musst es doch machen. Du musst es doch machen, Amy. Ich muss gar nichts machen. Doch. Natürlich. Ihr könnt es ja auch besser machen vielleicht. Es gibt halt immer so Sozialschmarotzer, wie jetzt zum Beispiel Emmy. Ja, man muss halt auch mal in die Scheiße greifen, sag ich jetzt mal blöd. Ja, und ich glaube, eine Emmy Russ, die hat es halt noch nie machen müssen. Die hat immer irgendeinen Trottel gefunden, der es halt für die gemacht hat. Nicht irgendein Trottel, sondern Steff. Ein klarer Regelverstoß der Buße. Ja, ihr könnt es ja besser machen, wenn ja, ich so schlecht mache. Besser. Aber im Moment musst doch du machen. Hey! Hey! Hey, Mäuselein, nicht so viel rummotzen!
Mit Emmy ist es einfach nicht leicht. Also da braucht man viel Geduld. Und sie fällt immer wieder aus der Rolle und alles ist schwierig. Latrinendienst ist unmöglich und ist natürlich anstrengend für alle anderen. Hey, aber Emmy muss doch auch reinlernen. Weiß, ich habe auf dem Theater keine Zinne. Liebe Promis, es gibt Regeln im Camp und Bußen, die euch auferlegt werden. Emmy, deine Buße ist die Säuberung der Latrine. Doch du weigerst dich. Deshalb wird das gesamte Team bestraft. Geil, Emmy. Dankeschön. Ab sofort habt ihr kein warmes Wasser mehr. Danke. Prima. Ich brauche kein warmes Wasser. Ich hab immer, das genau hab ich richtig eingeschätzt. Nur Püppchen, sonst kann die nichts. Die ist zu blöd, um einmal Wasser umzukippen. Ja, ist so. Ich? Ja, ja. Du kannst doch niemals ein Eimer Wasser umkippen. Guck mal, wir machen doch hier nicht die Regel, Alter. Ich kann nicht mal einen Eimer umkippen? Ja. Ich führe eine internationale Firma. Ja, ja. Mit deinem Alter immer noch nichts erreicht. Ich hab mehr erreicht in deinem Leben wie du. Mit deinem Alter habe ich das nicht mehr nötig. Abwarten, du wirst noch ganz tief sinken, das verspreche ich dir. Ich werde noch weiter steigen, darum geht's. Mit seinem Alter, Alter, da bin ich schon Multimillionärin. Mit Kindern unterhält man sich nicht. Du mit Kind unterhält ich mich doch gar nicht. Pass auf, wie redest du eigentlich mit dir, ja? Pass mal auf, kein Respekt vor älteren Menschen. Aber da kannst du ruhig davor fahren. Ich kann auch die Meinung sagen. Nee? Ja, mit Kindern unterhält man sich hier nicht. Ich auch nicht mit solchen Männern wie dir. Respektlos. Geht gar nicht. Ja, also das ist wirklich absolut unterste asoziale Schublade und ich finde wirklich Emmy oder beziehungsweise langsam ist es Zeit, dass Emmy geht. Bist arrogant und kannst nichts. Bist so blöd, um einmal Wasser umzukippen. Gar nichts. Jetzt krabbelst du da schön über die Piss und die Scheiße. Ja, eben, mach ich eben halt nicht. Doch, wirst du. Nein, werde ich nicht. Werde ich nicht. Emmy ist nun mal erst 24 Jahre alt, randaliert gerne, schreit gerne, hat gar keine Zündschnur, was mir sehr bekannt vorkommt. Da muss man einfach mal weghören und es überhören, vor allen Dingen in seinem Alter, finde ich. Mit solchen minderbewertigen Leuten hier überhaupt nichts mehr mit zu tun haben, noch nicht mal Respekt haben, das ist ein Kind. Mehr ist das nicht.